So, gestern erster Schultag, mein Sohn abgeholt und er erzählt, er muss ja die ganze Zeit die Maske tragen, in der Klasse, auf dem Schulhof, überall. Und was hast du gestern die Lehrerin gefragt? Ob ich mal die Maske absetzen darf, ich kann, ich krieg schlecht Luft. Die haben gesagt, nein, du musst die Maske aufsetzen, auf dem Mund. Und wie fühlst du dich mit der Maske? Doof. Eigentlich, einmal habe ich heimlich die Maske abgesetzt, draußen. Also es ist so, die ganze Zeit müssen sie diese Maske aufhaben. 3 oder 2 Stunden. Ja, im Moment ist ja nicht mehr als max 3 Stunden Schule. Und egal wo sie sind, die Maske da, wo man sehr schlecht Luft durchbekommt. Du bekommst ja schlecht Luft. Man kann wirklich nur den Kopf schütteln. Und wer trägt dann eigentlich die Verantwortung? Der Lehrer? Die Politik, die das umgesetzt haben? Der Träger, also die Kinder selber, wollen sie es aufsetzen? Weil sie sich dabei nichts denken? Oder wer trägt die Verantwortung? Nein. Letztendlich, wenn irgendwas ist, Folgeschehen, tragen die Eltern, wir, die Verantwortung. Da sollten wir alle mal drüber nachdenken. Die Sitzordnung ist anders als sonst in der Klasse 4a. Abstand halten ist angesagt. Ganz klar ein Verbrechen an unsere Kinder. Wo ist der Aufschrei vom Kinderschutzbund? Die ganze Mimik, das geht alles verloren. Ja? Wer schließt aus, dass da nicht ein psychologischer und organischer Schaden in den nächsten Monaten entsteht? Wer? Das ist Körperverletzung an unsere Kinder.